Thanks. Simnika, hatten Sie einen angenehmen Flug? Otto Simnika, Jobo Seyo. Hallo, wie geht's? Das ist ein Wahnsinn, was ich in so kurzer Zeit alles ansammeln. Bangab Sumnida, ich freue mich, Sie zu sehen. Das tue ich mir nicht an. Die sprechen doch eh alle Englisch. Aber es macht immer einen guten Eindruck, wenn Sie sehen, dass man sich bemüht. Ist ja fein, überhaupt kein Platz mehr frei, wo man sich noch bewegen kann. Erna, muss denn das jetzt sein? Mein Gott, Erna. Sie halten mich denn von dem ab, was ich hier schon immer getan habe. Aber doch nicht jetzt. Erstens macht's keinen Sinn vor dem Umzug und zweitens stört's. Bitte, Erna, wir sind wirklich im Druck. Wenn Sie auf einmal meine, Herr Behringer, auf meine Hilfe verzichten zu können, ich bin die Letzte, die sich aufdrängt. Ich sorge schon dafür, dass alles tipptopp ist. Sie können sich drauf verlassen. Das muss ich mir nicht bieten lassen, Herr Behringer. Den Ton nicht! Mian Hamnida. Es tut mir leid. Also so ein blödes... Was hat sie gegen mich? Sie sind hier zu tüchtig. Um Gottes Willen, Erna, was ist denn? Passiert, haben Sie sich verletzt? Hier, halt mal. Das Genick hätte ich mir brechen können. Die ganze Arbeit für die Katz. Ein Karton mitten auf der Treppe abstellen. So eine Unvorsichtigkeit, gibt's denn sowas? Ich habe Sie nicht um Ihre Hilfe gebeten. Deswegen brauchst du mich nicht gleich umbringen. Jetzt. Oh. Oh. So, ja. Sie sind ja hysterisch. Ja, was ist denn passiert? Sie ist furchtbar hingefallen. Ja, da holen wir am besten einen Krankenwagen. Nein, das braucht's nicht. Jene Menschen, dem Irrglauben verfallen, fehlgeleitet, die ihr Leben verschleudern, opfern den falschen Götzen unserer Zeit aber. Jesus hat uns die Kraft gegeben, sie zu retten. Halleluja. Gott hat uns erweckt, hat uns die Chance gegeben, diese einmalige Chance zur Umkehr. Jesus hat uns seine Hand gereicht, hat uns das Licht geschenkt, das uns voranleuchtet, uns zu retten. Aus dem Reiche Satans, aus dem Reich der Finsternis. Halleluja, preiset den Herrn. Unsere Botschaft muss an das Ohr eines jeden Menschen dringen. Jesus lebt, Jesus macht frei. Halleluja! Preiset den Herrn!
wann kommt das Zeug endlich weg? Kommt überhaupt nicht mehr durch. Keine Angst, Maria, du wirst mich noch früh genug los. Ich will dich ja gar nicht loswerden, nur die Schachteln. Was ist? Ach, jetzt ist mal. Jetzt ist mir da was eingeschossen jetzt. Ja, Gott, du hast einen Hexenschuss. Ach Gott, der Hexenschuss. Die Aufregungen reißen halt gar nicht mehr ab. Das müssen ausgerechnet Sie sagen. Du weißt, sich aber auch nie helfen lassen. Sie bringen sich ins Wohnzimmer. Ja, langsam. Dich das erste Mal hin. Nein, hinlegen tue ich mich überhaupt nicht. Dann komme ich nicht mehr hoch. Ein Stuhl wäre besser. Ich meine, das ist jetzt, Sie sitzen und besser. Ich rufe einen Arzt. Herr Behringer, sitzen mal da um die Ecke rum. Bleib da stehen. Dann setzen Sie sich doch nah auf den Stuhl. Setzen Sie sich hin. Lass mich aus. Nehmen Sie sich doch ein bisschen. Wenn Sie mal die Trense spüren, dann wollen die Mädels partout davon, wa? Ist doch klar. Die Kleine hier, die freut sich auf einen wilden Ausritt. Jetzt sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Kann schon sein. Ja, das passt schon. Bei so einem Widerriss wie bei dem Fräulein hier, kein Problem. Kam halt übrig für die Hannoveraner. 1A Tiere. Die haben Charakter. Ja, nun mach mal hin und lass da nicht aufhalten. Komm, ich helf da. Oh, hoppala. Danke. Ich hätte da noch eine Frage. Ist euer Häuptling mal zu sprechen? Wer? Na, der Boss von der Farm hier. Ach so, der kommt erst am Abend. Ja, schade. Gib mir gerne ein paar Mark verdienen. Übrigens, das Fräulein ist ein Herr. Ach so? Heik wohl nicht richtig hingekickt. Und dann kam der alte Mann mit schwerer Arthrose in den Gelenken. Man musste ihn auf die Bühne führen. Dicke Tränen liefen ihm über die Wangen, als er von seinen Leiden erzählte. Dann legte Prediger Kremke seine Hand auf sein Haupt und betete ganz intensiv. Und dann... Du wirst es nicht glauben. Ich glaub's sowieso nicht. Der alte Mann war gesund. Ein Wunder. Ein Wunder vor aller unserer Augen. Sekunden vorher noch stocksteif und plötzlich hüpft er regelrecht über die Bühne. Zweimal bist du es dort gewesen und schon singst Halleluja. Du redest verächtlich über Dinge, die du überhaupt nicht kennst. Was er sagte und wie er sprach, das war faszinierend. Du solltest dir das einmal anhören. Für so eine Spinnerei habe ich keine Zeit. Ja, aber für so Wesentliches wie Kreuzworträtsel. Jawohl, weil mich das entspannt. Ich war ja auch eher skeptisch. Aber ich finde, es gibt Dinge, da lohnt es sich, mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich habe dir eine Broschüre mitgebracht. Komm, lies sie mal durch. Interessiert mich nicht. Weißt du, was du bist? Ich bin katholisch. Stur bist du! Tami natürlich, wie immer die Letzte. Was dagegen? Als ich noch so klein war, da musste ich um die Zeit schon ins Bett. Tja, die Zeiten ändern sich. Das erzähl mal deiner Mutter, die hat nämlich eben angerufen. Man vermisst dich zu Hause. Das ist die Keile, Tami, für einen Krückstockhalter. Ich brauche meine Nerven noch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber die Haue, die kriegst du jetzt zu Hause von Vater, wa? Wenn Mama ihm das mit der Physikarbeit gecheckt hat, na danke. Hast du Ärger mit der Schule? Vektor, Delta L durch Delta F. Megapunkt und Hooke'sche Formel. Ich finde das alles sowas von krank. Interessiert mich echt 0,0. Nee, Tami, Hooke'sches Gesetz. Das ist die Federkonstante. Das geht andersrum. Delta F durch Delta L. Ich glaube, ich krieg einen Fohlen. Sind Sie ein arbeitsloser Lehrer oder was? Ha! Das ist gut. Das ist gut. Die ganze Mechanik. Haben sie uns eingehämmert, damals im Penal. Typisch Schule. Die wirklich wichtigen Sachen lernst du dort nie. Mathe, Physik und der ganze Schrott. Aber das, was du nie brauchst, da reiten sie drauf rum.
Was war denn das für eine Arbeit in Physik? Die du versiebt hast. Kräftezerlegung, Kräftedreieck, Kräfteparallelogramm, das ganze Kräftegesülze. Das kapiere ich nie. Wozu auch? Interessiert mich ja nicht. Ja, wozu auch? Nee, das geht nicht. Hey, was soll denn das? Will mal meine Finger wärmen. Was? Der Winter steckt mir noch in den Knochen. Ist ganz schön frisch geworden. Wieso noch ja nicht, wo ich heute Nacht pennen soll. Das hält das Seil nicht aus. Was denn? So ein Leichtgewicht wie Icke? Oh! Entweder das Seil reißt oder die Haken springen aus den Wänden. Das ist doch komisch. Ich zieh das so ein bisschen runter und da sollen gleich der Haken rausfliegen. Ist ja klar. Je mehr man zieht, desto mehr Kraft lastet auf den Haken. Ja. Bis sie rausfliegen, wa? Ja. Wie krieg ich nur raus, was die Haken halten? Ausprobieren ist nicht, wa? Na, dann wollen wir mal kicken. Also. Oh. Halt mal. Ist eine Wurst. Kannst du mal probieren, schmeckt gut. So, also. 14 cm. 14 cm ist gleich 14 Kilo. Nehmen wir mal an, die Lampe wiegt 14 Kilo, wa? Klar, Kuli als Vektor. Genau, Tami. Der Kuli ist ein Vektor, ist eine Kraft. So. Das hier sind die Seile. Hm? So, Zweite. So, pass auf. So. Das mache ich hier mit dem Messer. Na, mache ich eine Kerbe, ja? So. Und nun schiebe ich. Klar, Parallelverschiebung. Genau, Tami. Hast ja doch was gelernt in der Schule. So, und nun mache ich hier noch eine Kerbe in den Stock. Na, Tami? Was hält der Haken nur, hä? Hm? 32 Kilo. Kilopond. Genau. Der hält aber bestimmt noch mehr. Aber kein Penner. Du, ich wollte mir auch nicht aufhängen, ich wollte mal aufwärmen. Ne? War das vorhin ernst gemeint mit dem Schlafen? So sicher wie die Gesetze der Physik. Gestern Nacht in der Rollsplittkiste, da hab ich mal ziemlich verkühlt. Ist nicht mehr für einen alten Mann wie mir, du. In der Rollsplittkiste gepennt? Hm? Da wär's hier oben bestimmt wärmer. Mensch, Tami, da könnte ich mir direkt mit anfreunden, mit so einem Gedanken. Aber Vorsicht, wenn ich jemand erwischt, dann gibt's Toff. Oh. Oh Gott, bei mir zu Hause gibt's jetzt ein ganzes Erdbeben. Oh. Ciao und viel Spaß beim Pennen. Ja. Angenehm. Angenehmen Abend. Ach du meine Güte. Komm, jetzt seid doch vernünftig, ich passe ein bisschen auf. Deinem Zustand kannst du die Purzels ja eh nicht helfen. Ach was. Wenn es wieder schlimmer wird, lass ich mir eben noch eine Spritze geben, Basta. Noch schlimmer? Schon dich lieber. Dem Zustand kannst du deinen Koreanern keinen Eindruck machen. Bis die auftauchen, springe ich längst wieder rum wie eine Gazelle. Guten Morgen allerseits. So, Herr Bieringer. Jetzt wollen Sie mal sehen, wie schnell die Schmerzen weg sind. Da, als Hausmittel von meinem Großvater, das wirkt Wunder, Sie werden es erleben. Oh, das stinkt ja furchtbar. Dreimal eincremen heute und morgen können Ihre Koreaner kommen.
Sie wird nach 5 Minuten ohnmächtig zusammenbrechen. Das ist ja ein Heilmittel und ein Parfüm. Interessant. Die Tami will uns sicher eine Erklärung abgeben. Was denn für eine Erklärung? Also jetzt tu bloß nicht so, ja? Oder glaubst du vielleicht, du kannst dich für deine außerordentlichen schulischen Leistungen gleich selber belohnen? Ich verstehe nur Bahnhof. Kannst du mir bitte mal erklären, was du auf dem Reiterhof zu suchen hast, anstatt dich auf deinen Hosenboden zu setzen und endlich deine Physik zu studieren? Ganz einfach. Ich habe einen Nachhilfelehrer gesucht. Ah ja. Auf dem Reiterhof. Ade, die Schule rufen. Deine Tochter ist zum Wahnsinnig werden. Stimmt. Sag mal, Bärchen, könntest du nicht einmal über deinen Schatten springen? Mir zuliebe. Wenn du mich endlich mit deinem Sektenheiligen verschonen würdest. Aber was wäre denn schon dabei, wenn du mich einmal zur Evangelisation begleiten würdest? Du musst es dir doch nur einmal anhören. Ich möchte jetzt in Ruhe frühstücken und nicht missioniert werden, gell? Kannst doch gleich wieder gehen, wenn es dir nicht gefällt. Dann kann ich mir den Weg ersparen. Na, na, Ilse, lieber gehe ich ja unter die Penner als zu solche Spinner. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das in 2 Tagen alles schaffen sollen. Irgendwie geht nichts vorwärts. Schonen Sie sich lieber. Sie werden sehen, in 2 Tagen ist alles tipptopp. Das dürfen Sie aber nicht machen, wenn die Koreaner kommen. Was denn? Nase putzen. Gilt als äußerst unhöflich. Ich habe meine Lektion auch gelernt. Ein Koreaner steckt nie ein Taschentuch in die Tasche. Ach du liebe Zeit, habe ich glatt übersehen. Sire Hamnida. Entschuldigen Sie, bitte. Das wird meine Frau sein. Ich will sicher wissen, wann sie mich abholen kann. Hallo? Ja? Herr Klausner? Ist nicht Ihr Ernst. Wir stecken mitten im Umzug. Morgen früh um 10. Ich hasse sicher, wenn es nicht anders geht. Danke. Wiederhören. Die Koreaner? Die Koreaner. Morgen schon? Die Verhandlungen in Düsseldorf sind schneller beendet als geplant. Außerdem mussten sie umdisponieren. Also das könnte Ihnen so passen. Wenn ihr arbeiten würdet wie andere Leute, dann hättet ihr auch ein eigenes Dach über dem Kopf. Das habe ich doch schon mal gehört. Das kenne ich doch von früher. Hausfriedensbruch nennt man so etwas. Hätte sie ja nichts gekostet. Die kleine Gäste bloß und ich hätte sie für einen großzügigen Menschen gehalten. Ist kalt draußen. Ich schlepp der Zipperlein mit mir rum. Na gut. Ist ja bloß ein Penner. Tippelbruder. Weiter nischt. Also wenn Sie in 5 Minuten nicht verschwunden sind, hole ich die Polizei. Gute Nacht, Herr Herr. 5 Minuten. Mensch, Tami. Bist du auch noch hier? Mach bloß, dass du nach Hause kommst. Sonst ist dein Seelenfrieden auch noch im Eimer. Das war hundsgemein. Sowas von fies. Na, lass mal. Ich kenn die Kerle. Die können nicht anders. Weißt du was? Du pennst bei uns. Du mach keine Witze mit dem alten Mann. Halt, unter einer Bedingung. Ich bekomme weiterhin Nachhilfe in Physik. Aber so realitätsmäßig wie gestern. Top. Das Angebot gilt. Muss denn das sein? Das Zeug stinkt so penetrant. Ist ja auch kein Parfüm, Herr Behringer. Was war denn das?
Hat doch jemand gehustet. Gehustet? Ja, ich hab's doch genau gehört. Also deine Nerven sind auch nicht mehr die besten. Ach, Blödsinn. Auch schon Gespenster. Abend allerseits. Ist ein bisschen später geworden, was? Kann man wohl sagen. Bisschen ist gut. Es ist mitten in der Nacht. Nicht aufregen, Papi. Das ist schlecht für deinen Rücken. Boah, du stinkst ja bestialisch. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wen du vor dir hast? Hm? Auch die ersten Christen wurden verkannt und verspottet. Aber eines Tages werden wir die mächtigste religiöse Bewegung auf dieser Welt sein. Glauben Sie mir. Ich werde es erwarten können. Und jetzt möchte ich endlich meine Ruhe haben. Bärchen, sei nicht unhöflich. Ich lass mich nicht missionieren. Weder von dir noch von so einer Fanatikerin. Und Jesus sprach, wer für mich Zeugnis ablegt, darf sich nicht vom rechten Weg abbringen lassen. So. Das hat er gesagt, der Herr Jesus. So quasi in prophetischer Weitsicht, was? Weil gekannt hat er sie ja wahrscheinlich noch nicht, ihre Erweckten. Bärchen, lass dich erwecken. Es ist nie zu spät, seinem Leben einen neuen, einen anderen Weg zu gehen. Es mit Sinn zu erfüllen, im Geiste von Liebe und Wahrheit. Eine schöne Liebe und Wahrheit ist es. Ein ganz abgekartetes Spiel ist es von euch zwei. So, und jetzt möchte ich Sie bitten, auch wenn es unhöflich ist, dass Sie unser Haus so schnell wie möglich verlassen. Aus meinem Haus wird ohne meine Zustimmung niemand hinausgeworfen. Schon gar nicht meine Schwester in Jesus. Ach, ihr spinnt's ja alle miteinander. Ach, Bärchen, lass dich erwecken. In der Bredouille bringen. Los, komm schon. Halleluja. Halleluja. Jetzt sag mal, Ilse, wirst du denn überhaupt nicht mehr gescheit? Guten Morgen, Bärchen. Ich hoffe, ich habe dich nicht aufgeweckt. Du machst mich noch fertig. Deiner Erweckung. Weißt du, ich habe ein ganz anderes Gefühl für den Tag, wenn ich mich mit Gebeten und geistlichen Liedern einstimme. Ilse, ich bitte dich, hör endlich auf mit dem Wahnsinn. Werd wieder wach. Doch ich halte es nicht mehr aus, dieses Gedudel und deine Schlagworte, dass du alle Probleme in Watte packst. Bärchen, begreif doch endlich. Du bist es, der aufwachen muss. Und das da? Was soll das bedeuten? Da Brotkrümel und das? Das ist von der Bierflasche. Wird vom Umzug übrig geblieben sein. Bestimmt wird Frau Behringer ausgeschlossen. Ich habe im Keller alles fein säuberlich rausputzt, wofür sich die Frau Tiburtius ja anscheinend zu schade war. Da gibt es sicher eine ganz einfache Erklärung. Flori! Das ist mir nicht ganz geheuer. Aufgefallen ist mir ja zuallererst der Geruch. Der Geruch? Ja, was ist denn für ein Geruch? Da riechen Sie denn das nicht, Frau Behringer, im ganzen Haus? Da hängt so ein Geruch. Im Keller unten, da ist er am schlimmsten. Irgendwie so streng. Schaut sie das Taxi da. So, Maria, jetzt geht's um die Wurst. Aber Sie riechen es doch sicherlich, Herr Tiburtius, Herr Behringer. Irgendwie stinkt's. Irgendwas wissen wollen, worauf wir nicht vorbereitet sind, dann gute Nacht. Abwarten. Wenn es drauf ankommt, fällt uns schon was ein. Und nicht vergessen, gell?
nicht die Nase putzen, ich weiß. Wird mich wirklich interessieren, was Koreaner machen, wenn sie Schnupfen haben. Nervös? Gespannt. Mein Gott, wenn die tatsächlich bei uns einsteigen würden. Ein Gigant der Unterhaltungsindustrie bei so einem Winzling wie uns. Noch darf ich. Halt, vielleicht hilft das weiter. In Köln existiert eine Selbsthilfegruppe, in der sich Angehörige von Erweckten zusammengeschlossen haben. Die Gruppe hat auch eine Broschüre herausgebracht. Ich schreibe dir mal den Titel auf. Der Weg. Weg zurück. Mehr habe ich leider nicht gespeichert. Weißt du, ich habe das damals gebraucht für meine Artikelserie Jugendreligionen hier. Ich danke dir, Maria, für deine Mühe. Also für mich ist das alles nur eine ganz unverschämte Geschäftemacherei. Mit der Gutmütigkeit und mit der Dummheit. Getarnt durch ein religiöses Mäntelchen. Naja, aber das erklärt immer noch nicht den riesigen Erfolg, den diese Leute haben. Aus ihren Schriften kann man den Erfolg jedenfalls auch nicht erklären. Na, schau her, das Zeug, das liegt jetzt haufenweis bei uns rum. Ich habe mal drin gelesen, wie die Ilse bei so einer Veranstaltung gewesen ist. Weil ich gehofft habe, dass ich sie vielleicht doch verstehen könnte. Aber ich glaube, die muss man wirklich einmal selber gehört haben, damit man begreift, was die in einem Menschen alles auslösen können. Mr. Florian Beringer, Mr. Song. Nice to meet you. Annyeonghaseyo. Mr. Kim. Annyeonghaseyo. Mr. Lee. Annyeonghaseyo. Nice Gentlemen, I'm sorry. My bag. Seine Mitarbeiterin, Miss Tiburtius, Mr. Lee, Mr. Kim, Mr. Song. Wann gab es Sungen, die da? 안녕하십니까. 안녕하십니까. 한국말을 하실 줄 아십니까? 미안합니다. Only a few words, ob ich Koreanisch spreche. Wenn Sie unser Deutsch entschuldigen möchten, können wir uns schon in Ihrer Sprache unterhalten. Gesundheit. 감사합니다. Altes koreanisches Hausrezept soll Wunder wirken, hat er gesagt. Dreimal täglich einräumen. Oh. Geht so? Es gibt Momente im Leben, da spürt man vor lauter Freude keinen Schmerz. Siehst du, ich hab gewusst, diesmal geht's gut. Maria, da bahnt sich das Geschäft meines Lebens an. Mhm. So Gott will, bringen wir morgen alles unter Dach und Fach. Du, dein Vater war heute da. Der war ganz ratlos, der war ganz verstört. Die Ilse ist auf einem Erweckungstrip. Was sagst du? Das ist doch ihr Normalzustand. So stinken tut's genauso wie das von der Erna. Du, diesmal scheint es wirklich ernst zu sein. Die läuft irgendeiner Sekte nach. Die ist gar nicht mehr ansprechbar, sagt der Opa. Kein Wunder bei der Tochter. Oh, das brennt wie Feuer. Das ist das Corpus Delicti. Ja, ich nehme alles zurück. Ihre Medizin ist viel besser. Wo kommt denn der Stoff her? Aus dem Keller. Frau Beringer, da war eben doch jemand im Haus. Jetzt riecht's da schon wieder so komisch. Direkt exotisch. Koreanisch. Bloß noch die Innennacht.
Ich bring dich da nicht rein. Die sind wie die Geier hinter mir her. Bist doch ein kluges Mädel. Dir wird schon was einfallen, wenn du nur willst. Na ja, okay. Aber du machst meine Physikhausaufgaben. Hallo, ihr wusst, wenn du was verstehst von Jutengeschäft. Dufter Kumpel, astrein. Soll der etwa auch? Ich sag doch, das ist der Alois, ein dicker Freund von mir. Haben wir zusammen Platte gemacht, halb Deutschland, wa? Na, nun sag mal der jungen Dame schön guten Abend. Mhm. Na gut, meinetwegen. Aber Mathe kommt dazu. Mensch, Tami, was du für ein Glück hast. Der Alois, das ist ein richtiger kleiner Einstein. Alois. Ja, no. Na los. Komm, leise. Los, Irin. Einstein, wer ist denn das? Das wirst du schon sehen. Nur mach mal. Mein Gott, das. Nicht mehr aus. Also, für die Geschäftsgründung haben Sie gemeinsam 94.000 auf die Kante gelegt. Der erste Teilhaber hat eine bestimmte Summe eingelegt. Der zweite die Dreiviertelfache davon. Und der dritte die Vierfünftelfache von dem, was der Erste an Zaster hatte. Oh. Mensch, Alois, beteilige dir mal ein bisschen, ja? Ich schwitz mir hier hin ab und du kriegst mit der Ohren auf den Rotwein. Na, lass doch den Blödsinn. Nee. Das ist auch dein Anteil für das feudale Quartier hier. Ach was? Den machen wir jetzt auf und morgen früh, bevor noch einer was merkt, sind wir schon über alle Berge. Bist du verrückt? Mensch, weißt du, was das ist? Ha? Das ist ein 70er Mouton Rothschild. Sieht irgendwie edel aus. Edel? Das ist ein Premier Cru Class, Mensch. Da kannst du den Hut ziehen, wenn du ihn findest, der sowas schon mal getrunken hat. Das ist ein absoluter Spitzenbordeaux, ist das. Da muss deine Oma lange für stricken. Also? Der bleibt zu. Na, nun lass mal, Alois. Vielleicht, dass wir mit dem hier einen kurzfristigen Genuss gegen was langfristig Solides eintauschen. Verstehst du? Ja. Ihr wisst, ich bitte nicht gern um was, aber. Aber heute müsst ihr mich bei euch schlafen lassen. Ja, aber das ist doch selbstverständlich, Ludwig, dass sag du. Sag mal, und die Ilse hat keinerlei Anstalten gemacht, dich zurückzuhalten. Ach was, die lebt doch schon gar nicht mehr auf der Welt da. Und das Schlimme ist, dass sie es selber gar nicht merkt. Tami! Ich mach dir inzwischen dein Bett unten, ja? Komm, hilf mir schnell. Oh nein, so scheiße, nein, er kann doch auch oben schlafen oder im Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, was du hast. Im Papas alten Büro ist er doch am besten dran, da hat einen ganzen Raum für sich, kann tun und lassen, was er will. Aber komm, hilf mir die Liege rübertragen. Macht euch doch meinetwegen keine Umstände, ich schlafe auch da im Wohnzimmer. Ja genau, da ist der Weg zum Klo und zur Dusche nicht so weit. Ach, nix, da wecken wir ihn alle auf, wenn wir nacheinander zum Frühstück kommen. Los, mach. Komm, hilf mir schnell. Aber er kann doch oben in meinem Bett schlafen und ich muss nicht glauben, dass wir dich in den Keller abschieben. Ah! Bitte nicht aufregen, gnädige Frau. Unser Besuch ist die ganze Aufregung nicht wert. Ja, aber Besuch ist gut. Hausfriedensbruch nennt man sowas. Moment, wenn ich mir mal einen Einwurf erlauben darf. Ihren Einwurf können Sie bei der Polizei machen. Der Geruch? Das ist der Geruch von der Erna. Sie sind nicht zum ersten Mal hier. Von einem Narrenhaus ins andere. Das ist ja schlimmer als bei mir daheim. Liebe Familie Behringer, nur lassen Sie mir mal kurz zu Wort kommen. Übrigens, gestatten, ich bin der Alphons.
Und jene stumpf verschreckte Persönlichkeit, das ist mein Kumpel Alois. Tami. Ich hab's doch nur gut gemeint. Ich dachte, ich wollte, ich hab doch nur... Das Mädel hat ein Herz wie Jolt. Ihr lebt das Christentum, würde ich sagen. Hat sich unser erbarmt, wie mir der Grobian vom Reiterhof nächtens hat auf der Straße sitzen wollen. Tja, das bleibt Ihnen hier auch nicht erspart. Also so geht's ja nicht, ne? Das Mädel mit Sprüchen einwickeln und dann sich hier im Keller einnisten. Mami, bitte. Flori, was macht's denn schon aus, wenn Sie noch eine Nacht da bleiben? Also, wir sind doch kein Obdachlosenasyl. Entschuldige, Vater, das gilt natürlich nicht für dich. Ich kann natürlich droben im Wohnzimmer schlafen. Eben. So sprach der Herr. Was du dem geringsten meiner Brüder getan, das hast du mir getan. Keine Bibelsprüche, bitteschön. Ich kann's nimmer hören. Nee, also, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass mir ihn an meinem Leben noch mal so verwöhnen tut. Wie sagt man bei uns in Altbayern, man muss Gott für alles danken, sogar für Ober-, Unter- und Mittelfranken. Das ist gut, Herr Piringer, Mittelfranken. Also, Frau Piringer, alles was recht ist. Aber dreckige Witz machen und selber nur stinken, das ist eine Zumutung. Ich verstehe gar nicht, wie Ihr Herr Schwiegervater sich mit solchen verwahrlosten Gestalten an Tisch setzen kann. Täuschen Sie sich mal nicht, Erna. Das Äußere ist nicht immer so wichtig. Und der Alfons, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Außerdem bin ich im Augenblick sehr glücklich, dass Sie unseren Opa mal auf andere Gedanken bringen. Allein schon der Dialekt. Und zur Not könnten wir die beiden ja auch noch in die Badewanne setzen. Was? Aber die mache ich nachher nicht sauber, Frau Behringer. Frau Behringer! Sie brauchen keine Angst zu haben, Frau Erna. Ich tue Ihnen nichts. Ach, das ist aber auch alles vom Allerfeinsten. Ich fühle mich wie Graf Koks von der Jassanstalt. Aber das. Ja, nun sag Oma was an. Ja, dein Zimmer halt so frei. Sehr gut, Schatz. Man möchte es nicht für möglich halten. Komm, da sieht man es wieder. Kleider machen Leute. Glaubst du, dass uns das honoriert wird? Wollen wir wetten? Jawohl. Aber ein Krampf dich nicht auf. Warten. Willst du nicht hierbleiben? Na ja, schon. Aber Autowaschen, wenn es regnet, ist doch hirnrichtig. Ja, das weiß ich auch. Hast du schon mal was von Taktik gehört? Was glaubst du denn, wie wir uns hier beliebt machen? Mit nur Reden halten und schöne Ohren machen bestimmt nicht. Ich freue mich halt auf meinen Keller heute Nacht. Dann tu auch was dafür. Jo, der liebe J sieht alles. Und ihr Paradies. Nicht weit. Voilà, mesdames, messieurs, veuf à la mode. Ja, das freut mich. Mach schon zu, Ober. Die Herrschaften lässt man nicht warten. Da gehe ich so schnell nicht mehr ein, wenn da französisch gekocht wird. Mach schon inne. Bei mir daheim kocht nämlich eine Sekte. Auf die Jast, Freundschaft. Okay. Prost. Was? Bon Appetit. Ja, und Appetit. So. Flori, hier sind wir. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Da, Max. Na komm, trau dich halt. Was ist denn da los? Wie schauen die aus? Paul Kombüse würde sich sehr geehrt fühlen, wenn Herr Behringer ihm die Ehre erwiese. Das ist doch mein Smoking. Da waren doch die Flecken drin. Da hab ich doch nicht mehr rausgekriegt. Komm, jetzt verdirb uns nicht den schönen Abend. Komm, jetzt setz dich hin und gib Ruhe. Ich hab Hunger. Mensch, Alois, benimm da doch ja. Friss nicht so. So. Die Herren bleiben also länger. Ja, sieht ganz so aus. Affengeil, Papi. Büffmut. Mensch, Alois, ihr Deck für die Dame des Hauses. Aber ein bisschen plötzlich, ja. Na, nun mach schon.
Kompliment. Moment mal. Zu so einem Essen gehört ein großer Wein. Diebstahl ist das! Eine ganz miese Masche! Papa. Perfide! Mein teuerster Wein. Papa. Sei du still. Die falschen Brüder sind gefragt. Papa, ich war's. Wie bitte? Wie kommst denn du dazu? Ein 70er Mouton Rothschild. Den kippen wir doch nicht im Vorbeigehen. Hat genau die richtige Temperatur. Und das richtige Alter. Himmel, Arsch und Zwirn. Mensch, Alois, mach dir Schnieke. Wir kriegen Besuch. Ja, nun komm schon. Hier runter, aber die klingeln bei da oben. Komm. Marie! Da klingeln. Marie! Komm, lass raus. Ruft heute Morgen einfach an und kündigt. Ich war stinksauer. Ah, jetzt hat er seinen Lieblingsjoghurt. Jetzt ist er ruhig. Von wegen. Tizian, geh da runter! Vor allem, weil ich so wahnsinnig viel Zeit habe, mir jetzt auch noch ein neues Kindermädchen zu suchen. Mit anderen Worten, die liebe Oma ist wieder mal gefreut. Hm? Mami, gib's doch zu. Du bist doch froh, wenn ein bisschen Leben im Haus ist. Von wegen Leben, du. Welch wunderheller Glanz erfüllt dies gastlich Haus. Nur mal echt, wir sind richtig geerdet, so eine feine Dame. Extra wie in uns hier mal vorbeigucken tut. Mensch, du sag wenigstens guten Tag. Ich? Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigen Sie die formlose Anrede. Ich bin der neue Hauslehrer von die Tami. Und dit ist der neue Gärtner. Hä? Grüß Gott. Aus welchen Filmen sind die denn? Dit eine musst du dir merken. Mit einem guten Ton. Bringst es weit auf der Welt. Und mit dem guten Benehmen. Jetzt erst mal kräftig zugepackt. Bis wir zur Familie gehören. Und dann sehen wir weiter, wa? Wie viel hat er denn? Kann's nicht lesen. Na komm, gib's mir. 37,8. Deswegen ist er nicht so lebhaft wie sonst. Du, jetzt reicht's aber langsam. Bitte schmeiß sie raus. Maria, die brauchen wir gar nicht rausschmeißen. Die gehen ganz von selber. Wirst sehen. Die halten's nirgends lange aus. Hörchen auf. Das ist die Alex mit ihrem Freund, dem Heinrich Wolfgruber. Wer? Ja. Mensch, ihr Freund, der Heinrich Wolfgruber. Da ist er soweit wie nötig. Guten Abend alle miteinander. Hallo, Mensch. Grüß dich, mein Schatz. Grüß. Hallo, wie geht's, Tizian? Es geht ihm besser, aber er schläft jetzt. Aufwärmen. So viel Verkehr auf der Autobahn, kann man einfach nicht. Los, nimm die Terrine. Wollt ihr was mitessen? Es ist genug für alle da. Sag mal, die sind ja immer noch da. Also ich finde, eine Woche mit Nächstenliebe ist wirklich mehr als genug. Wem sagst du das? Vielleicht kannst du mir mal einen Tipp geben. Was hindert sie, die beiden einfach vor die Tür zu setzen? Weil die zwei ganz anständige Kerle sind, das hindert ihn. Wir müssen eine nette Art finden, sie loszuwerden. Dann sag mir doch mal, wie ich das Problem auf elegante Weise lösen soll. Das kann ich Ihnen sagen. Die Gastfreundschaft
die wir hier erleben. Das ist die schönste Erfahrung, was ich die letzten 30 Jahre machen durfte. Sag doch auch mal, was Alois. Stimmt. So ein Mistmensch. Ja, und du irrst dich auch nicht? Ja, als Mutter verstehe ich doch genug, um eine Kinderkrankheit zu erkennen. Tja, und das bedeutet? Erst einmal den Kinderarzt verständigen, obwohl der kann auch nicht mehr verordnen als Bettruhe, leichte Kost und irgendeinen flüssigen Puder gegen den Juckreiz. Windpocken ist eine ganz harmlose Infektionskrankheit. Von euch dreien hast du die Tabe gehabt. Tja, aber die sind doch verdammt ansteckend. Kann man da als erwachsener Mann, ich meine, kann man da impotent werden? Ja, manche Leute schon. Also, meine Herren, bitte jetzt keine Panik. Der Tizian bleibt hier. Ich verständige morgen den Kinderarzt. Und wir müssen leider strikte Quarantäne einhalten. Aber bitte kein Wort zu denen tauen. Sonst bleiben die euch noch drei Wochen. Na, was hat gesagt? Jetzt gehören wir zur Familie. Mensch, Alois. Das ist eine Perspektive, wa? Schöne Familie, wo alle bloß die Alte schaffen müssen. Hör aber auf, du kannst ja doch nicht beklagen. Ein bisschen Hausarbeit, das macht sich doch fast von alleine. Aber ein warmes Plätzchen. Ha, mit einer 1A Essensausgabe. Alles geschenkt und unbefristet. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Man schwätzt ja nicht, man sagt ja bloß. Auf Kante, Alois. Auf Kante. Sie alle weil so gemütlich weidewurschteln, das will ich nicht begreifen. Das ist geradezu eine Pflicht, Frau Erna. Wir kennen weder Hast noch Ruhe. Jetzt sind wir aber auch dem Hause schuldig, nicht? Ja, ja, natürlich. Aber jetzt, wo alles in Aufregung ist, wo es was Gott andere Sorgen gibt. Aufregung und Sorgen, das ist gut, Frau Erna. Wir und aufgeregt. Das gibst du im ganzen Leben nicht. Oder bist du aufgeregt, Alois? Was? Bist du aufgeregt? Ich? Ich nicht. So ist ja immer, wenn nachher der Doktor kommt, steht er in einem halben Lazarett. Was für ein Doktor? Was für ein Lazarett? Ja, wo das wie eine Seuche ist, dass ein kleines Kind schon so eine Seuche verbreiten kann. Nun mal im Ernst, Frau Erna, von was reden Sie eigentlich? Ja, gell? Sie wissen gar nichts davon. Nur die Windbocken vom Tizian. Ich werde verrückt. Windpocken. Vorsicht, Windpocken. Ja, na. Ich will ja nicht ungemütlich erscheinen, Herr Behringer. Und nehmen Sie mir den hastigen Abschied nicht krumm. Aber mit den Windpocken ist nicht zu spaßen. Ich sage Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Hier, frisch gereinigt. Und hier. Tja. Viel Glück. Dankeschön. Sag Danke. Danke. Okay.